Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Episode 6 von Wie wird man, der Lebenslauf-Podcast aus Innsbruck. Unser Gast heute ist ein wahrer Hangliebhaber. Achtung, Wortspiel. Es geht nämlich einerseits um sein Musikinstrument, das Hang, mit dem er unter anderem sein Geld verdient. Und dann geht es aber auch um die höchsten Hänge rund um Innsbruck, um die Berge, die er erlebt. Er ist Perkussionist, Komponist, Alpinist und rekordbrechender Snake-Spieler. Das ist der Lebenslauf von Manu de Lago. Viel Spaß damit. Lieber Manu, herzlich willkommen bei uns in der Stube. Hallo. Freut mich mega, dass du da bist. Direkt aus London herkommen jetzt oder bist du in Innsbruck gewesen vorher? Nein, ich bin schon seit einem Monat jetzt in Tirol, aber ich war im ganzen Frühling in London halt. Also während dem Lockdown quasi bist du in London drin gewesen? Genau. Ja. Hast du die Corona-Zeit in England verbracht? Ja, genau. Also ich wohne dort und ich hätte auch in Tirol sein können, aber in Tirol habe ich nicht wirklich eine eigene Wohnung. So, und dann habe ich mit meiner Frau entschieden, dass wir in London die Zeit verbringen. Okay, also Hauptwohnsitz dort. Genau. Jetzt mal bei den Eltern wieder wohnen. Hotel Mama war ja auch wurscht, oder? Ja, aber es war nicht ganz klar, wie lang das wird und dann. Also so für ein paar Tage schon, aber das ist okay, zu lang gewesen. Ja, klar. Du wirst dich schon wundern, warum es da so rumpelt, gell? Wir haben gerade aus einer Baustelle und es ist übrigens eine Couch mit Vibrationsfunktion, Massagefunktion. Ja, ist also angenehm, ja. Schon mitgekriegt. Also für alle, die so gerade denken, was schnurrt und summt das im Hintergrund, das ist der Bagger da draußen. Also ja, fein, gell? Ja, ich muss gerne. Wir trinken beide. Du hast einen Tee, ich habe einen Kaffee. Stoß mal kurz an. Auf ein nettes Gespräch. Freut mich sehr. Lass das schmecken. Ja. Manu, wir starten ganz am Anfang immer, es ist ja der Lebenslauf-Podcast, mit einem Lebenslauf-Schnelldurchlauf. Mhm. Ich sage einfach ein paar Keywords und du gibst mir die Antwort dazu. Dass wir einfach so in ein paar Minuten wissen, wer da eigentlich vor uns sitzt. Mhm. Okay? Also, dein vollständiger Name? Emanuel de Lago Nords. Okay. Geburtstag und Geburtsort? 31. Juli 1984, Innsbruck. Alles Gute nachträglich. Ist noch gar nicht so lang her. 5 Tage, ja. Hast du gut gefeiert? Ja. Sehr gut. Deine Sprachkenntnisse? Deutsch, Englisch und Oberländerisch. Oberländerisch? Würdest du das also in Lebenslauf reinschreiben? Ja, also nicht in internationalen, aber ich kann schon umschalten so zwischen halbwegs Deutsch und halbwegs Oberländerisch. Das sind für mich zwei verschiedene Sprachen. Red einmal Oberländisch. Nein, das geht vor Kamera nicht. Geht nicht? Nein. Schau mal so aus. Alsal, so richtig hinten im Kehlkopf, gell? Ja, so halt, so, das wäre die Gegend Grudeltal. Also mein Papa ist in Zams, meine Großeltern waren in Tarents, so im Grudeltal. Und da denke ich, so ein Mix von da oben wäre dann, wenn ich umschalte. Aber ich muss da geografisch näher ins Oberland, dass das überhaupt geht. Grudeltal, da googeln's. Super. Deine Hobbys, aber nur die, die du auch in den Lebenslauf reinschreiben würdest? Ja, Berge auf jeden Fall. Also mehr im Sommer als im Winter. Also so wandern und berggehen und klettern. Und meine Musik ist, das war schon mein ganzes Leben mein Hobby. Das ist halt jetzt auch mein Beruf. Weiß nicht dann, ob das dann zählt. Sonst, ich glaube generell Sport, viel Sport. Ja. Radeln, Laufen, ja. Schwimmen, so die klassischen, oder? Ja, also genau, also Schwimmen weniger, aber Radeln, Laufen, Ballspielarten so, also früher mehr als jetzt irgendwie, wenn man dann älter wird, muss man ein bisschen mehr aufpassen. auf die Gelenke. Ich habe viel Fußball gespielt früher und Tennis und Tischtennis und so. Aber ja, mit der Zeit, jetzt bin ich ein bisschen vorsichtiger und eher auf langsamere, kontrolliertere Sportarten. Und die Hände schützen vor allem, dass dir nichts passiert. Genau. Keine Werkzeuge quasi. Okay. Deine klassische Schulbildung, also von der Volksschule bis zu dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, jetzt habe ich meine Ausbildung vollendet, was ist da alles drin vorgekommen? Also wo ich Schulgegangen bin, so. Ja. Oder also ich war in Kärnten, in der Volksschule. Dann in Nieming in der Hauptschule, dann im Borg, Fallmariastraße in Innsbruck, 5 Jahre.
Musikgymnasium. Und dann habe ich noch studiert, in Innsbruck habe ich einen Bachelor gemacht und dann nach London und da habe ich einen Master gemacht. Also ich habe ja, so das ganze Programm abgeradelt, irgendwie, was geht Du, so. klar. Und in London hast du eben Jazz und Komponieren. Ja, genau. Also Jazz habe ich zuerst einen Master gemacht auf Jazz, Schlagzeug und danach habe ich eine Komposition studiert. Das war dann noch so ein Postgraduate Diplom, mehr oder Okay. weniger, genau. Ich finde es so lustig, also in deinen Interviews auch, das Englisch ist echt gut. Also, das muss man mal sagen, weil der Tiroler tut sich da meistens ein bisschen hart, dass das schön britisch klingt. Aber bei dir kann man schon fast sagen, dass du Englisch klingst. Also, kleines Kompliment am Ja, Rande. danke. Also ich wohne jetzt ja schon 13 Jahre dort, aber ich, ja, man nimmt sicher viel an. Ich habe zwar eine Frau aus Tirol und wir reden sehr viel Deutsch, deswegen hoffe ich, dass ich das noch nicht verlernt habe, aber sonst rede ich schon sehr viel Englisch. Ja. Okay, das heißt, du bist mit deiner Frau nach London gegangen. Also, Mehr ihr oder seid weniger, dort. ich bin vorausgegangen, sie ist nachgekommen, aber wir waren schon zusammen und dann bin ich hingegangen und sie ist dann 3 Jahre später nachgekommen. Und bist du eigentlich nach London gegangen, weil da in Tirol als Perkussionist schwer zu arbeiten ist oder schwer Jobs zu bekommen ist? Oder bist du einfach hingegangen auf gut Glück, mal schauen, die große Welt? Warum bist du nach London? Nein, es war eigentlich so, dass es in Tirol total super gelaufen ist. Also ich hab mit 16, 17, 18 schon extrem viel gespielt. Ich habe im Jahr so 100 Konzerte gespielt. Aber ich habe gesehen, dass sich das sehr schnell im Kreis drehen anfängt, weil man halt aus Tirol, man kommt zwar nach Österreich, aber dann über die österreichischen Grenzen rauskommen ist nicht so leicht. Und ich habe dann einfach so viel in die gleichen Clubs und Venues in Österreich gespielt, dass ich gemerkt habe, da könnte mehr gehen. Und irgendwie wollte ich das einfach international machen, so eine Musikkarriere. Und dann habe ich mir Verstehe. gedacht, ich gehe ins Ausland und ich wollte dann keine Sprachbarriere haben. Also ich wäre jetzt nicht unbedingt nach Paris oder nach Madrid gegangen oder Amsterdam, wo ich das Gefühl gehabt hätte, ich habe jetzt eine Sprachbarriere. Und Amerika war mal irgendwie zu kompliziert vom Bürokratischen her. Also ich habe Freunde, die jetzt nach Amerika gegangen sind, aber dem ganzen Visum und so weiter. Es war irgendwie dann doch ein zu großer Schritt, ein zu komplizierter Schritt. Und so ist eigentlich im Finale waren dann Berlin und London als Städte und irgendwie hat sich dann London ergeben, da habe ich ja nur, also ein paar Leute kennt und habe dann einen Studienplatz dort gekriegt und dann bin ich nach London gegangen. Eine wunderschöne Stadt. Ja. London ist echt toll. Ich war letztes Jahr im März dort. Es regnet halt leider immer wieder mal, gell? Das Klischee wird immer wieder erfüllt. Aber das ist ja ganz toll. Einfach einmal so ein bisschen ein Durchatmen, auch, so ein Reinwaschen, wenn man so ein bisschen esoterisch an das rangehen will. Wunderschön London, echt. Zusätzliche Ausbildungen, die jetzt vielleicht nichts mit Musik zu tun haben, wir schon mal einen Angelkurs gemacht oder einen Schnitzworkshop, keine Ahnung. Fällt dir da was ein? Ja, so bergmäßig habe ich immer wieder mich versucht, ein bisschen weiter zu bilden. Oder halt, also ich gehe halt auch viel so Hochtouren und dass ich einfach mich ein bisschen am Gletscher auskenne und klettermäßig so Sicherungs. Technisch. Da habe ich ein bisschen was gemacht, weil ich ja oft mit größeren Gruppen gehe, wo ich bin jetzt kein Bergführer, aber ich organisiere das halt und fühle mich ein bisschen verantwortlich. Und also da schaue ich, dass ich mich halbwegs auskenne. Sonst sprachlich war ich immer wieder motiviert, aber das ist nie ganz. Also eben, ich habe es vorher nicht erwähnt, aber ich habe halt immer einmal ein bisschen wieder Spanisch gelernt und ein bisschen Französisch und ein bisschen Isländisch. Aber es ist irgendwie nichts so, dass ich es jetzt erwähnen würde als Sprachkenntnisse, aber hat mich auch immer wieder interessiert zur Sprache, Ja. weil ich halt viel unterwegs bin und da immer wieder länger an einem Ort war. Also ich war mal, keine Ahnung, einen Monat oder 3 Wochen in Buenos Aires oder 3 Wochen in Tokio oder keine Ahnung. Also viele so Residents in Island war ich über 4 Monate und es gibt halt so Orte, wo ich dann länger bin und dann versucht man ein bisschen einzutauchen in die Kultur und Sprache. Schön. Passt ja ein bisschen an. Gehört ja irgendwie dazu, dass man das mitlebt, gell? Dass man die Kultur ein bisschen annimmt und weiß, wie die Menschen ticken. Und das geht halt dann auch klarerweise über die Sprache. Ja, genau. Sehr schön. Cool. Dein allererster Job, kannst du dir den noch erinnern? Meister Job. Also Musik ist für mich so schwierig als Job zu bezeichnen, aber ich habe sehr früh angefangen, halt in Bands zu spielen, so mit 13 und von dem her waren Konzerte meine ersten Jobs. Aber
Sonst, jetzt abgesehen davon, habe ich einen Ferialjob gemacht bei der Gemeinde Mieming als Ortsbildverschönerung oder Ortsbildpflege. Das ist ja Sowas. super. Das war einer von meinen zwei Ferialjobs, die ich gemacht habe. Das heißt Blumen pflanzen und aufräumen oder was macht man da? Ja, genau. Also alles, was so in der Gemeinde von irgendwelche Gebäude sanieren, die zur Gemeinde gehören oder eben so ja, Blumenbeete und so Verkehrsinseln. Oder einen Tag bin ich ja mit dem Müllauto gefahren hinten oben. Das war Super. eigentlich eine wichtige Lebenserfahrung, so das einmal für einen Tag zu machen. Ist nicht ohne, gell? Was die da Ja, leisten. ist schon beachtlich, ja. Ja, das muss man echt, muss man packen. Cool. Und am Friedhof Jeeten, so Unkraut Jeeten am Friedhof, das war. Hoffentlich nicht am Abend, wenn es dunkel wird. Nein, das war so ein 9-to-5, also ganzen Okay. Tag einfach. Aber da habe ich, das kann ich jetzt gestehen, vor Kamera, habe ich eigentlich, da war gerade so, da hat es die ersten Handys gegeben damals. Und da habe ich eigentlich fast nur Snake gespielt auf dem Nokia. Also ich habe so dann, als würde ich Unkraut jäten, habe ich damals Snake fertig gespielt sogar. Nokia 3310 vermutlich, oder? Ja, das hat es auf mehrere gegeben, aber 1999 war der maximale Score, wenn man es Das hat. hast du geschafft. Ja, auf Level Wow. 9. Ja, ich habe den Cool. ganzen Tag Snake gespielt. Jetzt fühle ich mich schlecht. Aber jetzt habe ich auch schlechtes Gewissen gegenüber der Gemeinde Mieming, dass ich jetzt. Nein, das verzeihen sie dir, glaube ich. Aber wenn du den So. Rekord geknackt hast, also. Vielleicht könnten Sie ein Schild aufstellen, dass ich am Friedhof Mieming einen Kein Snake-Spiel. Snake-Rekord aufgestellt habe. Aber. Ja, genau. Kriegst du eigene Ortstafel. Ja. Der Snake-Ort. Mega. Cool. Was war dein schlimmster Job ever? Mein Schlimmster. Jetzt spontan fällt mir ein Konzert ein. Da war ich noch sehr jung, da war ich vielleicht 16 oder 17. Das war in Imsterberg. Und da war die Bühne, also es war so, ich glaube, ein Gemeindesaal oder sowas. Und da war die Bühne und auf der Bühne hinter der Band haben die eine Bar aufgestellt. Also das habe ich sonst noch nie irgendwo gesehen. Und als Schlagzeuger sitzt man in der Band ganz hinten und direkt hinter mir war die Bar. Und da waren halt ganz viele betrunkene Oh Imsterberger und Gott. Imsterbergerinnen. Und da habe ich eigentlich während dem Spielen halt so mehr oder weniger mich körperlich verteidigen müssen, dass mein Schlagzeug irgendwie mein Platz bleibt. Und das habe ich, ist mir jetzt spontan eingefallen. Ich weiß nicht, ob es mein schlimmster Job war, aber sicher eines meiner schlimmsten Konzerte. Ist vor So. hinten wieder mal so ein Shop durchkommen, oder? Ja, da kriegst du immer wieder so einen Schlag von hinten, von irgendwem oder ein Bier drüber und dann muss man wieder Platz machen und spielen. So. Oh, schlimm. So war das halt früher. Ja, Gott sei Dank bin ich nicht mehr so in dieser schlimmen Unterhaltungsbranche jetzt, aber da war ich halt als Teenager irgendwie. Muss man auch durch, oder? Ja, ich. Irgendwie gehört es dazu. Genau. Diese Nicht-Erfahrungen sind oft sehr wertvoll, Ja. muss man sagen. Dein aktueller Job, wie würde ich den jetzt definieren? Auf die Schnelle. Ja, ich bin Musiker und Komponist, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt spiele ich eben im Gegensatz zu solchen Konzerten nur mehr Konzertantmusik. Also ich spiele Konzerte, die im Normalfall 1,5 Stunden oder 2 Stunden dauern, wo Zuhörer hinkommen, um Musik zu hören. Das ist jetzt nicht mehr Unterhaltungsmusik oder sowas. Und das ist jetzt schon also qualitativ ein großer Fortschritt zu früher, wo ich halt also in Tirol als Teenager in so Bars und Clubs halt 3, 4, 5 Stunden gespielt habe und spät in der Nacht und wo es jetzt nicht um Musik in erster Linie gegangen ist, sondern es war halt eine Unterhaltung rundherum. Und die andere Hälfte zur Musik, zum Konzerte spielen ist zu Hause oder im Studio Musik komponieren, Musik produzieren und aufnehmen. Das ist so der andere Teil. Also es haltet sich so die Waage zwischen Leben auf Tour. Das sind so, also jetzt weniger, aber im Normalfall 5 Monate im Jahr oder so. Und dann die andere Hälfte ungefähr ist so eben kreativ sein zu Hause. Und da bist du tatsächlich noch daheim, sitzt am Schreibtisch und schreibst deine Gedanken nieder, die dann später klingen werden. Ja, also auf jeden Fall die die Enddetails passieren dann schon in diesem Schreibtisch-Studio-Setting, aber viele Ideen kommen auch unterwegs. Also wenn man, ich bin so viel in Tourbussen und Zügen und Flugzeugen, da kommen ja auch Inspirationen, man hat immer einen Laptop dabei und kann da auch an Ideen arbeiten. Aber so der, wenn man dann richtig konzentriert daran arbeitet, ist es schon feiner, wenn man dann daheim ist. Und vieles ist halt dann am Computer, also das ist schon sehr viel Zeit am Computer. Für das, dass es jetzt nicht ein Bürojob ist, sondern ein kreativer Job, ist es trotzdem viel Zeit am Computer. Geht fast auch nicht mehr ohne.
Man braucht es immer, weil man schneller vervielfältigen kann und einfach fein speichern kann. Ja. Was würdest du da sagen, war der verrückteste Platz, wo der Idee für einen Song eingefallen ist? Boah, verrückte Plätze. Ich habe eher verrückte Plätze, wo ich Songs aufgenommen habe und gespielt habe. Stimmt. Also das ist eher so bei mir, es ist fast umgekehrt, dass ich in London immer in meiner Wohnung sitze und eher so dieses, ich vermisse dann eher die Natur und so sind dann eben diese, wie Parasol Peak, mein Bergfilm, entstanden, wo man dann sagt, okay, wo könnte man noch Musik machen und so irgendwie extreme Plätze. Aber jetzt zu deiner Frage, habe ich eigentlich jetzt keine spontan gute Antwort, muss ich gestehen. Also das kann überall kommen, aber ich glaube so, durch das ich viel berggehe und da hat man einfach so viel Zeit zum Nachdenken und Gedanken wandern lassen, dass sicher da auch viel passiert. Also eben vor allem wenn ich allein gehe oder allein spazieren gehe oder laufen gehe, dann komme ich oft dann mit, ich schreibe in meinem Handy dann Ideen auf, halt so Notizen und da ist dann noch die ganze Liste. Kommt dann daher, wenn ich allein unterwegs bin. Es Auf ist Spur weniger, bist. wenn ich in Konversationen bin, aber Ja. wenn man allein unterwegs ist. Wenn eine hören kannst. Ja. Voll gut. Jetzt muss ich ganz kurz einen Strich ziehen, der Schnelldurchlauf war jetzt dann natürlich wieder ein bisschen ausführlicher, aber offiziell Ah ja, absolviert, gell? alles noch. Ich glaube, ja, 20 Minuten. Okay. Aber war super. Ich merke schon, es muss raus. Es muss raus, dieses Thema. Wir haben ja unseren Stubenselfie, gell? Die da vorher Zeit gehabt, die tun wir alle da oben sammeln. Und für die habe ich diesen Selfie ausgesucht. Du mit dem Hang, das Hang, der Hang. Ah, ich bin selber verwirrt jetzt schon, wenn ich so auf den Berg schaue, ist es der Hang, aber das Instrument ist das Hang, Das Hang, gell? sag ich, ja. Genau, das Hang am Rücken, der Hang vor dir. Manu de Lago, der absolute Hangliebhaber, kann man sagen, gell? Wo bist du da und was geht da durch den Kopf? Es ist meiner Meinung nach die absolute Inspirationsquelle. Ja, das ist irgendwie lustig, dass du das ausgewählt hast, weil da bin ich tatsächlich, und das habe ich nur einmal in meinem ganzen Leben gemacht, ich bin da mit dem Hubschrauber hingeflogen. Das war ein Interview für das Schweizer Fernsehen und wir haben da am nächsten Tag, das ist am Mont Blanc, und wir haben da am nächsten Tag ein Konzert gespielt in Chamonix. Da gibt es ein Festival, das heißt Cosmo Jazz. Das ist so ein Festival, haben wir auf 2400 Meter gespielt. Und die wollten ein Interview mit mir machen an dieser bestimmten Location und ich habe gesagt, ich habe nur 3 Stunden Zeit und sie haben gesagt, das ist schwierig in 3 Stunden, dass das ausgeht. Und dann habe ich gesagt, ja, dann müssen wir es woanders machen. Und dann haben sie gesagt, na gut, dann organisieren sie einen Hubschrauber. Mit Und es ist halt das Schweizer Fernsehen. Die haben, ich weiß nicht, ob es das in Österreich so leicht geht, aber die Schweizer haben, glaube ich, ein anderes Budget. Und dann haben sie mich da hingeflogen und da bin ich eigentlich nur gestanden und habe runtergeschaut auf den riesen Gletscher. Also, den sieht man da farblich nicht so gut, aber es ist eine riesen Gletscherzunge, die da seitlich vom Mont Blanc runterkommt. Und ja, das ist das Foto. Und da haben wir ein Interview gemacht, dann am nächsten Tag war das Konzert. Und dann 3 Tage später bin ich dann auf den Mont Blanc gegangen, nur dort. Also, ich war eine Woche dort. Hast du wieder genau so inspirieren lassen. Genau. Und ich finde, also das ist so so ein bisschen, ich meine, wir haben uns halt kennengelernt, aber wenn ich die definieren würde, dann würde ich das Foto herzeigen, weil es eben die Mountain und die Berge, also deine Liebe zu diesen Hängen ist und zu der Hang am Rücken, zu dem das Hang. Und das Tolle ist ja, wenn wir das Instrument hernehmen, du hast das ja eigentlich mehr oder weniger, kann man schon fast sagen, eigentlich mit bestimmt mitbelebt, weil es ist ja eigentlich erst 2003, 2006, glaube ich, ist die Hang erfunden worden, gell? In der Ja, Schweiz. 2000 ist erfunden worden und 2000, 2003 habe ich angefangen da zu hast du spielen. angefangen, genau. Genau. Und ich finde es auch so lustig, weil wir haben eben mit der Mama darüber geredet, was ist denn das eigentlich? Und ich habe gesagt, ja, stellst du dir vor, eine Wokpfanne, oder? Mit Deckel und Dellen drauf, kann man es so beschreiben? Ja, optisch schon. Also vom Sound ist es ein bisschen interessanter oder detaillierter, aber ja, es optisch schaut so aus wie eine Was ist es für ein Wokpfanne. Material tatsächlich? Es ist ein Stahlblech. Und ist in der Schweiz erfunden worden, 2000. Damals hat es nur die eine Firma gegeben und jetzt mittlerweile gibt es viele, die heißen jetzt nicht mehr Hang, weil Hang ist patentiert von der einen Firma in der Schweiz, aber jetzt sagt man Handpan ist so der Überbegriff, so Handpfannen, Handpan. Und das gibt es jetzt 300 Bauer auf der ganzen Welt verteilt, die solche Instrumente bauen. Aber es ist ein junges Instrument und die ganze Entwicklung basiert alles immer noch, also das ist jetzt nicht so ein historisches Instrument, wo es halt eine große Geschichte gibt und die
Helden von damals, sondern es ist alles in den letzten 20 Jahren passiert. Aber es ist irgendwie, glaube ich, schon ein tolles Gefühl, wenn man sich denkt, dann irgendwann in der Zukunft, ja, 3000, keine Ahnung, und man schaut in den Geschichtsbüchern Instrumente, sieht Hang, Mano de Lago dabei stehen, ist irgendwie ein tolles Gefühl, oder? Ja, es ist sehr spannend, Teil von dieser Entwicklung zu sein, weil man sich ja selber viel überlegen muss. Also ich habe mir das halt auch selber beibringen müssen, das Instrument. Es war ja nicht so, dass es eine Schule gegeben hat oder Lehrer oder Noten oder irgendwas, sondern das habe ich halt alles selber beibringen müssen. Und mir hat das auch, mich das auch inspiriert zum Komponieren, weil es keine Musik dafür gegeben hat. Also ich habe einfach selber die Musik erfinden müssen. Und was auch noch, was man sich jetzt schon fast nicht mehr vorstellen kann, aber das war noch vor YouTube. Also YouTube gibt es seit 2006 und damals war halt auch voll wenig Austausch im Internet, weil jetzt mittlerweile findet man ja ein Tutorial für alles Alles, ja. im Internet und es war damals schon noch anders. Also ich habe nicht einmal gewusst, wie ich es auspackt habe aus der Schachtel, wie man das jetzt haltet. Ich habe nicht gewusst, ob ich stehe oder sitze oder liege und ob das also aufrecht oder also vertikal oder horizontal oder wie ich es drehe. Und das ist schon irgendwie ganz anders. Also ich habe so als Schlagzeuger, habe ich, sage ich mal, normal gelernt in der Musikschule, im Konservatorium und so. Und es ist schon ganz anders, wenn man ein Instrument lernt, dass man, wo man keine Geschichte und keine Lehrer und so hat. Und du hast es ja tatsächlich, der Papa hat es da bestellt, oder? Mit der Post ist das kommen im Backtel und dann packst du es aus und ja, schauen wir mal, wie funktioniert das, oder? Genau. Und dann, man legt es ja tatsächlich auf die Oberschenkel drauf oder eben, wenn man mehr hat, seitlich einfach auf Hocker oder so. Und es ist ja immer in einer Tonlage gestimmt, oder? Also zum Beispiel Cis und dann klingt das auch. Also oben ist ja dieser Hauptton, vielleicht magst du das ganz kurz beschreiben, wie kann man sich das vorstellen? Ja, wie du sagst, oben ist ein Basston und rundherum sind je nach Instrument zwischen 7 und mittlerweile 15 andere Töne. Also früher waren es immer 7 oder 8, aber jetzt mittlerweile gibt es schon größere. Und ich selber spiele meistens mit 3, weil dann habe ich eine chromatische Skala, das heißt, ich habe alle Töne also alle 12 Töne vom westlichen Tonsystem zur Verfügung. Angefangen habe ich natürlich mit einem und dann irgendwann habe ich gedacht, ich hätte gerne mehr Töne, dann habe ich mein zweites gekauft. Und dann habe ich fast alle Töne gehabt von den 12 und dann habe ich mein drittes gekauft. Und ja, also das ist aber als so eine Step-by-Step-Entdeckung gewesen. Es war jetzt nicht so, dass ich meinen ersten Tag da jetzt einen Plan gehabt habe oder ein Konzept. Und es war auch nicht so, dass ich gewusst habe, das wird jetzt mein Hauptinstrument oder so. Also es war einfach, als Schlagzeuger und Perkussionist haben viele, viele Instrumente herumliegen. Also ich habe ja nicht nur Schlagzeug gespielt, sondern Marimba, das ist das große Xylophon und ich habe ein bisschen Tabla gespielt, das sind so indische Trommeln und als Kind habe ich Djembe, so afrikanische Trommel gespielt und Darbuka, türkische, also da liegt viel Zeug herum so. Und das war zuerst nur noch so ein weiteres Percussion-Instrument, aber es war dann schon so über die ersten 2, 3 Jahre, so zwischen 2003 und 2006, dass ich gemerkt habe, okay, da könnte vielleicht ein bisschen mehr gehen, weil es so neu ist und weil das Instrument total vielseitig ist, also zum einen melodisch, zum anderen perkussiv und das kann man aber super vermischen. Und ja, so ist es immer wichtiger geworden in meinem Instrumentarium und jetzt mehr oder weniger das, wofür mir die Leute halt kennen, mehr. Und wenn du angesprochen hast, diesen Klang selber, dadurch, dass es ja gestimmt ist und auf den Ton fixiert ist oder auf die Töne, Hand aufs Herz, kann man sich von dem Ton auch abhören? Also, oder sagst du nach so langer Zeit, ihr Lieben immer noch, wie ist deine Beziehung zu dem Klang, wenn man so will? Ja, ich weiß nicht, ob abhören. Theoretisch ja, das ist jetzt bei mir nicht passiert, aber was halt passiert ist, dass man nicht mehr so viele neue Ideen hat, einfach mit der Zeit. Ich meine, das ist eigentlich mit allem so, glaube ich, dass man lotet halt alle Grenzen aus und was kann ich noch machen, was kann ich noch machen. Und jetzt spiele ich seit 17 Jahren, es wird immer schwieriger, noch was Neues zu finden für mich. Aber deswegen versuche ich halt auch rundherum. Also erstens einmal nicht nur mein ganzes Leben nur aufs Hang aufzubauen, deswegen spiele ich ja Schlagzeug und andere Percussion-Instrumente und komponiere Musik. Und zum anderen aber auch musikalisch, dass ich jetzt nicht nur mit der gleichen Band immer spiele, sondern dass ich halt verschiedene Bands habe oder verschiedene, immer wieder das Line-up wechsle. Und auch mit ganz verschiedenen so Konstellationen. Ich spiele mit Orchester oder mit Chor oder mit elektronischer Musik. Oder ich bearbeite selber den Klang von den Handpans mit elektronischer Soundmanipulation. Also ich versuche einfach was Neues zu finden, immer mit jedem Release, mit jedem Album oder Film,
oder Video versuche ich halt, mich nicht zu wiederholen und was Neues zu finden. Aber das wird mit dem Instrument nicht leichter, weil es halt immer mehr schon gibt. Ja. Gelingt er bis jetzt ganz gut, wenn man jetzt zum Beispiel anschaut mit Björk, das ist ganz was anderes wie jetzt zum Beispiel der Film auf den Bergen, The Parasol Peak, wo du ja einen 30-Minuten-Film draus gemacht hast und mir ja schon Geschenke mitgebracht hast da. Das ist es, gell? Also ihr seid ja zu siebt, gell? Das ist ja gar nicht so einfach, wen zu finden, der das Instrument so super beherrscht, dass er bei allen klimatischen Bedingungen spielen kann, der fit ist, weil ihr seid da ja teilweise Klettersteig gegangen und am Gletscher durchmarschiert. Wie hast du das gemacht? Hast du da Casting gemacht oder hast du gesagt, hey Jungs, ich mache einen Film? Wie bist du das angegangen? Ja, das war eigentlich genau, wie du sagst, das war genau der Prozess, dass ich eben diese Filter habe ich anwenden müssen. Ich bin durch alle meine Facebook-Freunde und meine Musikkontakte und alle Leute, die ich halt mit ihr gespielt habe, jemals gegangen und habe genau so abgehackelt, okay, wer ist fit genug und wer kann sein oder ihr Instrument tragen, weil also jetzt ein Klavier oder eine Harfe oder ein Kontrabass wäre jetzt einfach nicht möglich gewesen in dem Setting. Aber Im Heli schon. ja, aber wir haben gesagt, dass wir eben alles tragen. Und also mir ist es auch ein Anliegen, wir wollten das ganze Projekt auch so naturnah wie möglich zu machen und möglichst also umweltfreundlicher und so. Und wir wollten das nicht irgendwie mit Autos irgendwo rauf oder mit Helikopter oder sowas. Also wir haben wirklich alles tragen. Und dann sind wirklich sehr wenig Leute überblieben. Und dann sind mir halt zuerst einmal drei, vier Leute eingefallen und die haben dann teilweise nur weitere Leute vorgeschlagen. Und dann habe ich dieses Ensemble gehabt von insgesamt sieben, inklusive mir. Was eigentlich eine ziemlich random Besetzung war. Also es war dann eine Posaune, eine Trompete, ein Cello, ein Klarinettist und drei Perkussionisten. Aber das war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, aber ich will genau die sieben Instrumente, sondern es waren einfach die sieben Leute, die sich dann dazu erklärt haben, dabei zu sein. Und dann habe ich in der Zeit auch schon Locations gescoutet, mit den Regisseuren zusammen einmal gesucht, wo können wir filmen. Und in der Zeit habe ich dann die Musik geschrieben für das Ensemble. Und das war eigentlich eine coole Inspiration, weil was einen oft, also oft hat man zu viele Möglichkeiten, wenn man im Studio ist und hat Zugang zu allem und alle Instrumente und Electronics und irgendwelche Sound Libraries, dann ist es oft schwieriger, als wenn man nur weiß, okay, ich habe nur sieben Leute, die Instrumente, mehr geht einfach nicht, weil es ist nicht tot, das Instrument. Und ja, so habe ich die Musik geschrieben und die Locations haben wir dann ausgewählt, die alle sehr unterschiedlich sind, von Wald über ein kleines Plateau mit Bächlein und Klettersteig und Gletscher und See und dann am Schluss Gipfel. Und ja, es war trotzdem, obwohl wir alles uns so vorgestellt haben, was extrem schwierig zu planen, weil man kann, das Wichtigste ist halt das Wetter und das kannst du nicht planen Wind. und so und Wind. Und wir haben es Anfang September gefilmt und dann war plötzlich eine Woche vorher oder 3 Tage vorher so ein Wintereinbruch, also es hat über einen halben Meter Neuschnee unterlassen und wir waren kurz davor abzusagen, aber dann haben wir uns gedacht, okay, wir waren insgesamt 15 Leute, also 7 Musiker und 8 Crew. Und die sind alle kommen aus verschiedenen Richtungen. Wir haben uns alle halt da in Tirol getroffen und dann haben wir gedacht, jetzt probieren wir es trotzdem. Und eigentlich war es dann total super, weil es waren keine Menschen irgendwo unterwegs. Also wir haben alle Locations und Berge für uns gehabt und das Na hat man ja schön. selten in Tirol, dass man irgendwie so Absolut. draußen allein filmen kann. Und es war hart und es war eine Herausforderung und sicher das abenteuerlichste Musikprojekt, was ich je gemacht habe, aber es hat sich Live rentiert gekommen. und wir haben ein cooles Endprodukt davon mitgenommen. Und es ist jetzt sehr schön, irgendwie diese Extremsituationen, wo man spielt auf über 3000 Metern, man frieren die Finger ab und man denkt sich, warum macht man das? Und dann kann man es aber jetzt im Kino dann mit vielen Leuten teilen. Es ist irgendwie ein schönes Gefühl. Beeindruckend dann, gell, dass man da selber über seine Grenzen mehr oder weniger ausgegangen ist und sowas produziert hat. Wahnsinn, echt cool. Parasol Peak. Welcher Peak war das dann? Welcher Gipfel? Der Parasol Peak, der ist ein Märchenberg. Er ist in Tirol, aber egal, ich Okay. sag's nicht. Ja, dann lassen wir das. Lassen wir es märchenhaft, lassen wir es verzaubert, lassen wir das einfach weiterleben. Den Traum. Apropos Traum. Du schlafst gern, gell? Ja, ich schlafe sehr gerne. 7,5 Stunden, ja? Ja, es ist mein Schnitt. Wobei in letzter Zeit ist es mehr geworden. Ich glaube, vielleicht war das der Virus. Ich weiß nicht, also ich habe nicht gehabt, aber ich meine, die Präsenz von dem, die Gemütlichkeit des Viruses. Aber
Meistens waren es 7,5 Stunden Schnitt, ja. Deshalb auch dein Album, gell? Circadian. Das ist eigentlich das Aktuellste, gell? Ja, Wo genau. du im Prinzip einen Schlafzyklus nachgebaut hast oder nachvertont hast, kann man sagen, jetzt nicht die Schnarchgeräusche oder so, aber halt diese einzelnen Phasen des Schlafs eigentlich. Ja, ich habe mich viel damit auseinandergesetzt und ein bisschen also, gelesen drüber und da haben mich viele Dinge inspiriert und ich habe einfach angefangen, Schlaf viel mehr zu schätzen. Also ich sehe das wie in Medizin jeden Tag, einfach den Schlaf und auf Tour, oder das jahrelange Touren, bin ich drauf gekommen, dass mir einfach mit genug Schlaf schaffe ich eigentlich fast alles und ich werde normal nicht krank und so, wenn ich genug Schlaf habe. Sobald ich Schlafentzug habe, wird alles schwieriger, dann kommt das ganze Gesundheitssystem bei mir irgendwie, also Balance und dann wird es schwieriger so. Auch mit Jetlag und so weiter. Und ja, und das habe ich irgendwie spannend gefunden und auch das, die ganze Traumphasen und den kreativen Zustand vom Gehirn in der REM-Phase, also wenn man in der REM-Phase ist, dann, wo man meistens träumt, Traumphasen. da ist das Gehirn in einem kreativeren Zustand als zum Beispiel im Wachzustand. Also das haben halt Wissenschaftler herausgefunden Kann ich bestätigen. und so, ich habe es halt auch bei mir beobachtet, dass meine Träume teilweise, wenn ich jetzt viele Konzerte gespielt habe, wo ich unterschiedliche Programme gespielt habe, also mit verschiedenen Bands, so an den folgenden Tagen, dann war es teilweise so, dass ich in meinen Träumen halt die Musik und die Musiker und die Crew, das hat sich alles vermischt irgendwie so. Und das, ja, das hat mich irgendwie beschäftigt und dann habe ich einfach diese ganzen Ideen und dieses Research in mein Album also habe das eingebracht dort. Und ich glaube, das Album ist prinzipiell sehr, sehr ruhig geworden und es ist dann so gestaltet wie eine Reise durch die Nacht. Also es fängt so am späten Nachmittag mehr oder weniger an und wird dann langsamer und geht dann in so eine Tiefschlafphase. Da gibt es ein Stück, das heißt Delta Sleep. Das geht, ich glaube, 21 Minuten. Und am Ende ist dann ein Stück Zeitgeber, das so ein bisschen wie ein Wecker in der Früh ist. Das Album hört mehr oder weniger mit dem Wecker auf. Delta Sleep kann ich bestätigen, habe ich selbst Experiment gemacht. Habe zu deiner Nummer diese 21 Minuten Mondgrüße vorm Schlafengehen gemacht und der Meditation. Ich bin super eingeschlafen dann. Ja, sehr gut. Das ist Gewaltig. super. Also gerade fürs Yoga ist das ganze Album mega geeignet. Ja, cool. Also ich habe es eben auf das ausgelegt. Es war nur das Schlüssel, der Wecker. Das Stück wollte ich unbedingt drauf haben. Ich habe mich schwer dann, wo platziere ich das, weil es reißt dann so raus. Es passt Aber perfekt. dann habe ich gedacht, die Lust am Schluss, weil die das nicht hören wollen, die entweder schlafen sie eh schon oder sie entfernen es von ihrer Playlist einfach. Und die meisten von uns stehen ja mit Wecker auf, von dem her ist es auch aus dem Alltag gegriffen. So. Schöne Geschichte, echt. Voll cool. Richtig cool. Jetzt haben wir gerade gehört, das ist eher ruhige Musik und das Hang klingt ja auch brutal entspannend, wenn es jetzt für sich selber klingt, also nicht im Ensemble, da ist er ja eher unterstützend, aber wenn du so Solo spielst, macht das ja ganz feine, angenehme Töne. Kammerhangklang in der Genre packen? Also würdest du sagen, du hast da spezielle Genre, das du da vertrittst, oder wie du immer gern sagst, ein Remix aus allem? Wo bist du da daheim mit deinem Hang? Ja, ich glaube, das Hang, durch das, dass es im 21. Jahrhundert erfunden worden ist, hat es eben keine kulturelle Bindung irgendwie. Weil früher, wenn man vor 1000 Jahren oder vor 500 Jahren was erfunden hat, ein Instrument, dann ist es ja regional gewachsen. Also, war ja nicht so, dass man das von heute auf morgen weltweit kannt hat, sondern es ist halt dann weiter erzählt worden und dann ins Nachbardorf und dann ins Nachbardorf und dann war es vielleicht ein kulturelles Phänomen oder dass eine Sitar kommt aus Indien und ist halt mit indischer Musik verknüpft. Und so ist es halt mit vielen Instrumenten, aber das Hang ist zwar in der Schweiz erfunden worden, aber im Zeitalter des Internets und das war einfach von einem Tag auf den nächsten hat man das online kaufen können und das ist nicht mehr bekannt in der Schweiz als in Argentinien oder in Mexiko oder in Korea. Also das ist egal, weil es einfach ein globales Instrument ist. Und von dem her ist es nicht so behaftet, dass es jetzt zu einem Genre oder zu einer Kultur Was ja praktisch gehört. ist, Ja, ja. genau. Und also ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwas verbaut ist oder dass man irgendwas nicht machen kann, sondern es ist da offen und ich versuche bewusst, das in möglichst viele verschiedene Settings einzubauen und bin da eigentlich relativ fleißig am Experimentieren. So.
Aber eben generell als Drummer und der gern mit Schlagzeug umgeht, würde ich sagen, deine musikalischen Wurzeln sind schon in der Rockmusik zu finden, weil Hotchpotch war die erste Band von dir, oder? Ja, das war die erste, also es war nicht meine allererste Band, aber es war die erste, mit der man, ich nichts Falsches sagt, ja, so Gerockt außerhalb von Tirol gespielt haben, sage ich mal hat. so. Okay. Also zuerst habe ich halt, ich habe schon mit 13 eine Band gehabt und dann noch eine. Und ich glaube, also ich habe davor schon drei Bands gehabt, aber das war nur eher so im Schülerding irgendwie und haben halt nur in Tirol gespielt. Und dann Hotchpotch war so die Band, mit der wir dann angefangen haben. Zuerst österreichweit und dann ein bisschen im Ausland spielen. Und das war eigentlich cool. Und da habe ich schon sehr viel Rockmusik gespielt, aber auch Popmusik und ja, es waren so meine Teenager-Jahre am Schlagzeug, aber ich bin dann schon irgendwie so ein bisschen in Richtung Jazz gegangen, ein bisschen in elektronische Musik und Hip-Hop. Und das ist dann so phasenweise, also wo ich dann nach London bin, habe ich mehr mit Orchestermusik und klassischer Musik auseinandergesetzt und mehr mit elektronischer Musik. Und dann sind auch viele. Da vermischt sich einfach so die Kultur und ich habe viel mit indischen Musikern gespielt und ja, was alles Mögliche. Und mittlerweile sehe ich das jetzt nicht mehr so sehr als das ist das und Machst du das ist nicht das, vermischt fest, dann gell? irgendwie Ja. alles einmal. Ja. Bist überall ein bisschen daheim. Das ist gut. Sehr schön. YouTube, eben, das hat es zu dem Zeitpunkt, wo das Hang erfunden wurde, ja eigentlich noch gar nicht gegeben. Und dann kann man ja eigentlich irgendwie sagen, du bist der erste Hang-Tutorial-Geber, wenn man so will. Weil die hat ja, hatte mehrere Millionen Klicks gehabt, dieses erste Video von Mono Desire, wo du einfach da sitzt und dieses Hang spielst. Im Prinzip mit dem Handy gefilmt, vermutlich, oder? Ja, es war so eine billige Kamera. Es war noch Handy, ich glaube, Smartphone habe ich auch noch nicht gehabt, glaube ich. Aber es war irgendwie Da so war eine ja nur billige Luft. Kamera. Ja, Tutorial, also ich habe nichts geredet. Es war einfach eine Performance von mir und ich habe YouTube gar nicht verstanden damals, also ich habe es nicht kennt. Ich habe ein Video gefilmt und habe es auf meine Website gestellt. Ich habe gerade eine neue Website gehabt, also meine erste Website. Und dann hat jemand aus Japan, den ich bis heute nicht kenne, das runtergeladen und auf YouTube gestellt. Und ich habe mir zuerst gedacht, das ist irgendwie, ist das jetzt Diebstahl oder was bedeutet das jetzt? Und dann war es aber sehr schnell klar, dass das auf YouTube viel mehr Hits bekommt als auf meiner Website. So. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist ja, was geht denn da ab halt so? Und das hat halt dann irgendwann 5 Millionen Hits gehabt. Und es war dann schon sehr cool eigentlich. Das hat mir extrem geholfen, einfach, dass sich meine Musik verbreitet und das dann halt auch nicht mehr nur lokal oder regional, sondern halt weltweit. Und dann sind super Anfragen kommen von alle Richtungen. Und da hat es dann eigentlich angefangen, dass ich halt international gespielt habe. Und von dem her war YouTube für mich extrem hilfreich. Muss aber dazu sagen, dass YouTube ja bis 2008 oder 2009 so ein reiner Amateur-Videokanal war. Also damals waren ja keine Lady Gagas und Beyoncés auf YouTube. Also das war rein. Das haben die großen Plattenfirmen haben das komplett ignoriert und haben gesagt, na, also wir geben nicht unsere Videos da gratis her und so. Die waren dann noch mehr so die MTV, das Ja, war nur Fernsehen. lieb. Und dann irgendwann haben die gecheckt, okay, das macht irgendwie schon Sinn, dass wir halt da Verbreitung unserer Musik bekommen. Und dann, was damals Millionen waren, sind jetzt Milliarden halt. Also das ist ja dann exponentiell nach oben geschossen und jetzt sind 5 Millionen jetzt nicht mehr so viel. Jetzt brauchst du irgendwie 5 Milliarden, wenn da in die YouTube-Charts dabei sein willst. Aber damals war das cool, da waren 5 Millionen Hits noch richtig super. So, ja. Und sogar unter den Top 30 zu dem Ja, da hat es noch Zeitpunkt. so Musikcharts gegeben. Das war echt cool, ja. So. Ja. Aber im Prinzip ist es schon für die, wie du sagst, um Aufmerksamkeit zu erregen, super gewesen. Wie war das zum Beispiel mit Björk, mit der isländischen Sängerin? Ist der über YouTube auf die aufmerksam worden? Oder wie kommst du zu solchen Größen? Sagen wir mal so. Ja, Björk ist jetzt tatsächlich ein YouTube-Beispiel. Also die hat das Video auf YouTube gesehen und hat mich. Dieses Video, oder? Ja, genau. Also es ist nicht bei allen von meinen Kollaborationen so, dass das über YouTube läuft, aber Björk war meines Wissens dieses Video. Und sie hat mich dann angeschrieben und dann haben wir ein bisschen hin und her, also geskypt und hin und her, Musik hin und her geschickt, übers Internet. Und dann bin ich 2010 nach Island geflogen und habe mit ihr aufgenommen für ihr Album Biophilia damals. Und dann bin ich in die Liveband eingestiegen und ja, ich hätte mir auch nie gedacht, dass das so eine lange Zusammenarbeit wird, dass ich mir irgendwie dachte, das ist jetzt halt ein Stück oder ein Track. Aber jetzt mittlerweile sind es fast 10 Jahre, dass ich bei ihr in der Band spiele. Und wie läuft das ab? Habt ihr dann auch immer so ein Jahresmeeting, wo man ausmacht, hey,
das wollen wir machen, so als Album klingen. Wie oft bist du da bei ihr, beziehungsweise wie oft hört ihr euch? Das geht so in Phasen. Also es kann einmal ein Jahr gar nichts sein und dann kann es sein, dass in einem Jahr wieder 30, 40 Konzerte sind. Also das ist sehr, also sie hat in den 10 Jahren waren es insgesamt 4 Tourneen und so eine Tournee kann ein halbes Jahr sein, es kann sich über 2,5 Jahre strecken, aber natürlich mit Pausen. Das ist ganz unterschiedlich und bei ihr nicht so weit vorausgeplant, aber es waren jetzt halt so um die 100 Konzerte ungefähr und das ist aber halt über 10 Jahre verteilt. Also es ist jetzt nie so, dass es extrem viel ist, Ja. aber doch jetzt über einen langen Zeitraum. Genau so, dass es Spaß machen kann, gell? Genau. Wie seid ihr menschlich zueinander? Seid ihr befreundet oder ist es wirklich nur auf einer geschäftlichen Ebene? Ja, wir sind jetzt nicht nah befreundet, würde ich jetzt nicht behaupten, aber also wir haben schon irgendwie so einen Austausch ab und zu. Das sind dann eher musikalische Dinge, wo man es, dass man sich was schickt, was einem taugt oder so. Oder sie schickt mir immer mal wieder was, was ich glaube, das gefällt mir oder so. Aber sehen tut man es eigentlich meistens, wenn wir auf Tour sind, so, sonst haben wir jetzt nicht so viel Austausch. Also sie ist in Island meistens oder in New York und ich bin mehr in London oder in Tirol oder, also wir treffen es eher, wenn wir auf Tour sind. Ja, cool. Lässiges Projekt, echt. Und ich bin gerade ein bisschen baff, weil eigentlich sollten wir häkeln, ne? Wir quatschen, Manu, wir quatschen. Ja, Oh ist vielleicht Gott, besser. das müssen wir jetzt nur kurz einbauen, weil das ist ja brutal wichtig für unser Projekt. Wir haben nämlich ein Charity-Event geplant nächstes Jahr, wo wir von euch Stoffstücke sammeln oder Wollestücke sammeln, das wir dann zu einer Patchwork-Decke zusammennähen und dann eben versteigern. Und ich habe schon ein bisschen vorgefühlt, vor 30 Jahren das letzte Mal gehäkelt. Ja, also in der Volksschule halt einmal, glaube ich, kurz. Ich weiß nicht, keine Ahnung, es ist, kann mich nicht mehr erinnern. Wir Aber probieren es einmal. Ich habe irgendwas da haben schon wir ein gemacht. bisschen was vorgehäkelt und wenn es Okay. nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Dann häkle ich es für die fertig. Aber Okay. probieren wir es mal. Probieren wir die, wo studieren. Schau, eben, das ist das tolle Stück, das ich da gemacht habe. Schöne knallrote Wolle. Rot-Weiß natürlich für Tirol. Ich gebe dir das jetzt einmal so in die Hand, gell? Das ist die Häkelnadel. Ich zeige dir jetzt genau, wie wir Das das kann mit jetzt ein tun. Desaster werden, aber. So, schau her mal. Der Faden, der da hängt, gell? Ja? Den zieh schon mal hinten durch den kleinen Finger durch und einmal um den Zeigefinger. Mit der linken Hand. Genau, So. ja. Genau. Jawohl. So, dann kannst du da vorne das so festhalten mit Daumen und Mittelfinger. Das da. Ja, genau. Und dann fahrst du mit der Nadel einmal so rein und ziehst es da durch dieses Schlauferle durch. Okay. Genau. Und dann siehst du, hast du da Warte diese. mal, schaut jetzt bei mir woanders aus als bei dir. Na, das passt Huch. gut. Das passt gut. Schau, du siehst jetzt da wie ein Zopf diese zweiseitigen Schlaufen. Da fahrst du jetzt einmal durch Borde durch, die ersten. Da. So. Ich muss wieder Druck rutschen mit dem jetzt, oder was? Genau. Und dann doppelt durch, schau. So. Also du hast da vorne den da, die zwei, voilà. Seht Schwupps. dadurch. Das da. Ja, genau. Und dann? Und dann fährst du durch beide durch, schau. So, zack. Erstes und dann durchs zweite. Also fingerfertig ist er ja eigentlich, gell? Ja, das ist eine andere Partie. Yes, eine Schaufel ist geschafft. Ich befreie dich. Okay. Warte. Und du magst schon mal probieren. Jetzt ist er ehrgeizig. Da jetzt durch. Ja, genau, durch die zwei durch. Dann das erste reinziehen. Das muss ich mal gespannt sein. Also für die, die jetzt kein Bild haben, es ist grandios. Es ist echt der Wahnsinn. Er macht es ganz gekonnt, aber Ah. es ist noch ein bisschen locker. Was? Da hat er die Schlaufe verloren. Das ist schlecht, gell? Ah, ja. Aber Manu, der Wille soll belohnt werden. Du hast es probiert. Echt? Ja. Ja, jetzt will ich aber weiter probieren. Ist ja ehrgeizig. Okay. So, weiter aber nebenbei gleich die nächste Frage stellen. Scheiße, ich verliere mich auf. Darf man Scheiße sagen? Ja, natürlich. Scheiße. Mist. Kacke. Und? Ja, reden Pressure? wir weiter, dann bin ich vielleicht. Aber Bist ein bisschen abgelenkt. ich weiß nicht, ich verliere immer die Schlaufe da. Jetzt nicht. Jetzt. Jetzt. Ich habe keine Ahnung, was das wird. Highlight. Okay, eine Frage dabei was, gell? Ja.
Worum? Oder wie soll man sagen? Das muss ich ja kurz. Ich bin dann macht da ein bisschen nicht so multitaskingfähig wie du. Muss ich mal kurz wieder einfahren da. Achtung. Genau. So, komponieren. Ganz ein wichtiger Punkt da in deinem Leben, die zweite Hälfte mehr oder weniger beruflich. Ich habe nur was gesehen und gelesen von Ben Sinfonie. Ja, Sag ich das richtig? ja. Wie, wo, was, wann? Das habe ich während dem Studium geschrieben. Das ist ein Selbstporträt, ein ausgezeichnetes Selbstporträt, das ich mit Bleistift zeichne, rhythmisch, musikalisch. Das ist schwer zu erklären, das ist ein Video. Ja. Ja, also ich zeichne, das ist ja schwierig, ich zeichne in 2 Minuten mich selbst und das Zeichnen ist aufgenommen mit Mikrofon. Und da ist auch ein Radierer dabei und eine Spitze. Und ja, und in 2 Minuten steht eine Zeichnung. Kann man sich im Internet anschauen. Pensilphonie, also so wie Bleistift und Und Symphonie. Und du klopfst da ja irgendwie so drauf, oder? Also du malst quasi die Sonne, habe ich auch gesehen. ja, genau, Sonne, das habe ich auch in der Volksschule gelernt. Das muss man immer, wenn man ein Bild zeichnet, muss man links oben die Sonne zeichnen. Das gehört zu jedem Bild. Das ist für alle Maler. Ein wichtiger Tipp. Jetzt wird es schon besser da übrigens. Ja, schau doch nicht. Aber ich, ach, na, Jetzt ist zu er wieder viel. außer. Oh nein. Oh, Ja. gewaltig. Aber das ist schon lange her, die Pensilphonie. Ich habe den linken Handgrip noch nicht ganz drauf. Ist das recht gespannt? Handgrip bitte, Garsche. Ja, genau, du musst es spannen. Auf der linken Hand musst du es spannen. Aber es schaut echt schon richtig gut aus, muss man jetzt mal schon sagen, gell? Für das, dass du das jetzt hast. Ja. Das wird Aber in auch. Weichen war ja nie gut Das wird ein damals. Schal. Nicht, das, ich habe nicht einmal Ahnung, was das wird. Aber das ist beim Komponieren auch oft so, oder was meine ich, was es wird. Schreibt Das ist einfach. perfekt. Das ist auch das Ziel von dieser Decke. Das alles einzigartige Stickerlenstoff werden. Okay. So. Ganz eine wichtige Frage, Manu, was mir voll auf der Zunge brennt. Was wäre, wenn nicht Hang, Schlagzeug und Co.? Was wäre denn der Plan B? Also früher war mein Plan B oder mein Plan A Fußballer. Echt? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Es ist noch schwieriger als Musiker werden, ist glaube ich Fußballer werden. So Deshalb jetzt. Spanisch lernen, oder? Was mit Messi und Co. Ja. Naja, Fußball, das habe ich dann irgendwann begraben, die Idee. Das kann ich nicht mehr reden, wenn ich mich konzentriere. Sonst, ja, keine Ahnung, wo ich Bergführer geworden wäre. Danke. Oder ich tue eigentlich auch total gerne organisieren. Also ich organisiere extrem viel, die ganze Zeit irgendwas organisieren. Heute zum Beispiel organisiere ich ein Boccia-Turnier. Ja, das ist heute Nachmittag. Das mache ich jetzt schon das 13. Jahr in Folge. Cool. Und ich organisiere Bergtouren und ich organisiere, also früher habe ich ja meine ganzen Konzerte selber organisiert, jetzt mittlerweile macht das ein Management und eine Konzertagentur, aber eigentlich habe ich das auch viel gemacht und ich habe alle meine ersten Bands früher war immer der Manager, mehr oder weniger. Und es kann auch sein, dass ich irgendwas organisieren würde jetzt. Ich weiß es nicht. Aber ich bin Manager. Musiker. Ja. Schön. Ja. Schön. Und was würde ich sagen? Ist neben dem das Hang dein Lieblingsgegenstand? Was kommt gleich danach? Gegenstand oder Ja, Musikinstrument? Gegenstand. War mal nicht die Häkelnadel, würde ich sagen. Die habe ich nicht so drauf. Aber Machst du wohl lange. das manche tun ist ja, das ist ja so eine schnelle Bewegung eigentlich, gell? Ich muss gestehen, ich habe es auch extra für den Podcast, habe mir Tutorials angeschaut, weil ich bin technisches Werk gegangen in der Schule. Also. Und meinte ich auch nicht viel schöner. Ja. Aber vielleicht kann man das dann das Video einfach im Zeitraffer abspielen und Ja, schaut so aus. das sowieso. Das Das macht würde man. ich total schnell machen. Ich würde sagen, Klettersteigset, ha? Ja, das mag ich gerne, ja. Das werde ich jetzt dann auch wieder mal auspacken. Klettersteigset ist gut. Aber auch nicht immer. Was? Jetzt wäre ich frustriert langsam. Eine Zeile schafft man noch, ha? Gegenstand. Eine kriegen wir noch hin. Eine Zeile, was ist eine Zeile? Ich habe jetzt da nur Lee, so, ist das so? So ein langes Ding. Ich hätte es nicht so. Habe da ganz das Wichtigste nicht gesagt, dass man dann irgendwann umdrehen muss, aber Ja, eben. mach weiter, es wird eine Wollschlange.
Ja, Das ist schön. oder so ein Freundschaftsband vielleicht. Ja, schau nett. Voll schön. Es hat einfach Stil und Einzigartigkeit und um das geht's. Ja. Perfetto. Okay. Ganz kurze, plakative Frage noch. Welchen Künstler hättest du gerne mal an deiner Seite stehen, mit dem du spielen kannst? Der noch nicht dabei war jetzt, klarerweise. Helge Schneider. Ja? Ja. Genau. Also lieber Helge Schneider, wenn du das hörst. Können wir gemeinsam häkeln? Ja. Okay, warum genau Helge Schneider? Ja, weil der würde jetzt viel eine bessere Figur machen als ich mit dem Häckelgerät zum Beispiel. Der wird dann irgendein Blödsinn reden, dann wäre es ziemlich lustig, aber mir ist es nur frustrierend. Aber es wird langsam ein Freundschaftsband. Es wird echt ein Freundschaftsband. Oder Was wir ziemlich machen, schlecht. du kannst es dann gern mit haben nehmen und einfach nur so 2 Meter draus machen, dann werden wir die Patchwork-Decke einfach umranden damit. Ja? Ist das ein Deal? Vielleicht. Okay. Musst du dann überlegen, gell? Oh Gott. Ja, Aber es Manu, wird nicht besser. es ist ein Das ist Wahnsinn, da was du locker. eigentlich schon alles erlebt hast. Du bist ja jetzt erst 36 Jahre alt, oder? 36, ja, Bist muss ich jetzt mich dran wo? gewöhnen, ja. Aber ich bin Bist 36. jetzt immer 35, sag, gell? Du bist schon verheiratet? Ja. Um mal auf die private Schiene ein bisschen zu kommen. Gibt es bald kleine Hangspieler auch, oder? Weiß ich nicht, das kann ich nicht. Das kann man nicht einfach so sagen. Das muss man schauen. Hab's nicht geplant einmal derweil. Sagen wir mal. Ja. Das ist super. Das kann Ja. ich da schreiben, weil das kann man eh nicht planen. Das Eben. passiert oder das passiert nicht. Genau. Aber wenn, dann natürlich wirst du eine kleine Band gründen, oder? Oder Ensemble Muss gleich. nur schauen. Ah, super. Cool. So, wir sind mehr oder weniger schon bei der letzten Station angekommen, wo wir immer unser Stubengemurmel einbauen. Ja? Stummgemurmel. Ja, das ist ein Spiel, Okay. wo wir vier verschiedene Was? Murmeln haben, vier verschiedene Farben und es haben vier verschiedene Aufgaben. Jetzt bist du überfordert mit mir, Ja, gell? jetzt muss ich mal alles auf die Seite legen. Ich schwitze schon vom Häkeln. Du ziehst jetzt auch Murmel. Und je nachdem, welche Farbe, die Aufgabe machen wir jetzt noch zum Schluss. Ist nichts Schlimmes. Okay. Tut nicht weh, macht Spaß. Die Pink. rosarote. Ja, sehr schön. Rosarot. Oh, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Das Spiel heißt Nie wieder. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ich werde zwei Begriffe nennen und du entscheidest, welches davon eher nie wieder haben wollen würdest. Gell, auf das du Okay. eher verzichten kannst. Ja. Okay. Hang, nie wieder Hang oder nie wieder Schlagzeug? Boah. Nie wieder Hang. Nie wieder Hang? Ja. Ja, ich glaube schon. Ich weiß es nicht, schwierig. Weil Schlagzeug einfach nochmal mehr Skills hat oder halt einfach Na, das mal ist mehr. so mein Kindheitsliebe. Schlagzeug. Okay, sehr gut. Ja. Du hast ja mit zwei schon gespielt, gell? Ja, genau. Oder bist du ja nicht einmal angekommen, so Bläser, Ja, das war nur oben. oder? Nur Hände. Füße sind später gekommen. Perfekt. Nie wieder London oder nie wieder Innsbruck? Ist Innsbruck Stadtgebiet oder ist, also wenn es so ist, dann muss ich sagen, nie wieder Innsbruck, aber es ist nie wieder Tirol. Also wenn ich brachte dann in die Umgebung. Also die Berge, Nordkette und so sind Dann nie wieder inklusive. London. Also Okay. es ist, ich brauche dann die Umgebung, da bin ich dabei. Sehr gut. Wenn ich nur in der Stadt bin, geht's nicht. Nie wieder Solo oder nie wieder Ensemble spielen? Nie wieder Solo. Jetzt ein bisschen was Makabereres. Nie wieder hören oder nie wieder sehen können? Nie wieder sehen. Als Musiker, gell? Ja, ich war Zivildiener beim Blindenverband, das war sehr interessant, das Jahr Ja? so da und es ist schon heftig, also und da, aber ich habe viel gelernt in der Zeit so und eben als Musiker müsste ich wahrscheinlich sagen, dass ich hören muss, so, Ja? Okay. Und nie wieder komponieren oder selber musizieren? schwierige Fragen.
Geh schon deine Grenzen, gell? Nie wieder komponieren. Nie wieder komponieren. Okay. Das ist schwierig. Also nie wieder erfolgreich absolviert. Und dass wir aus einem neuen schönen Emotion reinkommen, aus dem Bauch, also jetzt sofort, was war dein allerschönstes Erlebnis, was die Musik betrifft? Aber kann auch privat sein. Was erst einfällt. Es war jetzt gerade jetzt am Wochenende, weil ich habe jetzt mein erstes Konzert in 7 Monaten gespielt. Und es war in Lunz am See. Und da war die Bühne, ist auf dem See geschwommen. Und das Publikum war am Ufer. Und ich habe die Zugabe allein gespielt und meine ganze Band ist, während ich gespielt habe, um mich herum geschwommen. Und es war irgendwie Lässig. so, und sie sind danach für die zweite Zugabe alle im Bikini und Badehose auf die Bühne kommen und haben dann mit mir gespielt. Und es war irgendwie total cool. Es waren viele Facetten an dem Abend cool. Einerseits einfach mir jetzt so getaugt, wieder vor Menschen zu spielen. Das Wetter war perfekt, wir waren in einem See. Aber es war auch so diese, einfach, dass meine Band, es hat mich total glücklich gemacht, dass meine Band für so gleichzeitig so cool spielt, aber auch für jeden Blödsinn zu haben, ist, es hat so was Verbundenes, Freundschaftliches. Also meine Band, es ist irgendwie, es fühlt sich nicht so beruflich an, dass man jetzt nur da zusammenarbeitet, sondern eben, dass man sagt, dass man, okay, ich hatte die Idee, dass ich spiele und ihr schwimmt alle um 9 am Abend bei Dunkelheit um mich herum und so, und dass sie einfach alle sagen, ja cool, passt, das machen wir. So. Und das war irgendwie ein mega cooler Abend. Und da muss ich jetzt gar nicht so weit zurückdenken, sondern so weit am Wochenende. Voll schön. Und deshalb auch, um ganz auf den Anfang zurückzukommen, bezeichnest du es nicht als Job, sondern eigentlich als dein Leben, gell? Das ist wirklich Ja, deine Leidenschaft zum Beruf ja. gemacht. Also es war, was ein so Job ist für mich, tut für mich dem nicht ganz, wird dem nicht gerecht, was es mir irgendwie bedeutet oder was es in meinem Leben ist. Die Frau ist ja auch Musikerin, gell? Ja. Spielt Geige, Genau. Violine? Ja, also Genau. es zieht sich durch das komplette Leben des Manu de Lago. Ja, wobei wir das eh ziemlich trennen. Also das Privatleben ist bei uns ganz, wir arbeiten normalerweise nicht zusammen. Wir haben jetzt nur in der Corona-Lockdown-Phase ein paar Videos gemacht zusammen daheim, weil wir halt eben nichts anderes zu tun gehabt haben und mit niemand anderen gespielt haben. Aber sonst ist es bei uns eh getrennt. Also sie spielt mehr Barock und klassische Musik und ich spiele, also es Alles. ist eh getrennt so. Voll gut. Gratuliere da Manu zu dem coolen Album jetzt im Nein. Also ich habe Dankeschön. selber richtig gefreut und ich werde es, wenn ich darf, in meine Yogastunden einbauen Ja, sicher. für die Meditationen. Und ja, ich hoffe ganz fest für dich, dass du dieses Feuer und die Leidenschaft weiterhin für deine Berufung, nennen wir es so, haben wirst. Und schön, dass du es mit uns geteilt hast. Hat Gerne. echt Spaß gemacht mit dir und das An dem Wollstück muss ich noch ist arbeiten. Hammer. Ja. Also, nimm's mit heim, oder? 2 Meter brauche Ja. ich. Die Umleitung.